Was ist denn da los? Warum scheuen denn die Pferde? Da liegt ein Rucksack. Dann nehmen Sie ihn doch weg. Was ist denn das? Wer fischt denn da? Ich? Oh, Majestät. Bitte nicht abreißen, ich komm schon. Bitte nicht abreißen, bitte nicht. Majestät, ich werde Sie sofort befreien. So. Um Gottes Willen, Majestät! Aber... Her mit dem Messer! Her mit... Aber lass dem mich, ich aber... sofort das Messer hier. Majestät, ich glaube, ich bin an einer Nihilistenbande auf der Spur. Ich verfolge dieses Mädchen schon die längste Zeit. Oh, da ist der Rucksack. Vorsicht! Vorsicht, in diesem Rucksack ist vielleicht eine Höllenmaschine. Aber nehmen Sie ihn doch! Aber Majestät, der spinnt ja. Ich bin doch keine Nihilistin. Das glaube ich, ja, meine. Österreicherin ist sie auch nicht. Nein, ich bin aus Bayern. Aus Bayern, ja. Graf Grüne? Majestät? Fahren Sie mit dem Wagen voraus und sagen Sie meiner Mutter, dass ich noch ein Stück zu Fuß gegangen bin, ja? Zu Befehl, Majestät. Und sie kann mich ein Stück begleiten. Das heißt, wenn sie Zeit hat. Oh ja, ich habe Zeit, Majestät. Na, dann machen wir einen kleinen Umweg und ich zeige bei der Gelegenheit gleich ein bisschen von der schönen Umgebung von Ischl. Ich hole nur meine Angel. Majestät, ich bitte unterwegs. Äußerst die Vorsicht. Ja. Darf ich? Bitte. Hat sie wenigstens was gefangen damit? Ja, Sie, Majestät. Also ich muss sagen, sie ist die erste schöne Überraschung, die ich in Ischl erlebe. Das freut mich, Majestät. Wie lange bleibt sie denn? Ich hätte sie gern wiedergesehen. Leider nur 2 bis 3 Tage, Majestät. Das ist aber schade. Gerade in den nächsten 2 bis 3 Tagen werde ich kaum eine freie Minute haben. Oder doch? Eine Zeit habe ich mir freigehalten. Hätten Sie Lust, mit mir heute Abend auf den Pirschgang zu gehen? Gerne, Majestät. Ich begleite meinen Papili auch immer auf die Pirsch. Den Papili? Papili ist mein Vater. Ah, und der ist auch Jäger, der Papili. Ein großer Jäger. Der beste, den ich bis jetzt überhaupt kenne. Das freut mich, das ist schön. Sag einmal, bist du eigentlich zum ersten Mal in Österreich, Nene? Oh nein, wir waren doch zusammen in Tirol. Natürlich, in Innsbruck, vor 3 Jahren. In Innsbruck? Ah, das war damals, wie wir plötzlich alle auf und davon sind. Das war eine feste Zeit. Willst du noch Tee? Bitte? Nein, da, Schnapsel wäre mir lieber. Kaiserliche Hoheit wünscht einen Likör. Kaiserliche Hoheit? Der Wagen seiner Majestät ist soeben in den Park eingefahren. Ja, dann gehen wir auf den Balkon, Franz Josef zu begrüßen. Herr Ludwig, komm! Ja, Mama. Ja, was ist denn? Warum sind's denn auf einmal alle weg? Der Wagen seiner Majestät ist soeben in den Park eingefahren. Ach so. Bravo. Da schenken Sie mir noch ein Stamperl ein. Kaiserliche Hoheit, Generaladjutant seiner Majestät meldet sich gehorsam zur Stelle. Wo ist denn seine Majestät? Seine Majestät hat mir befohlen, vorauszufahren und den Wunsch geäußert, ein Stück zu Fuß zu gehen. Allein? Ja, das heißt, seine Majestät war in Begleitung. In wessen Begleitung? In Begleitung einer mir unbekannten Dame. Einer Ihnen unbekannten Dame? Jawohl, Kaiserliche Hoheit. Ich danke. Kommt, meine Lieben. Da sehen Sie, der Dachstein. Herrlich. Das ist mein Jagdgebiet. Ach ja? Der hohe Schrott. Das Höllengebirge. Und das da drüben, das ist der Jeinzenberg. Schön haben Sie es hier, Majestät. Silvia. Also es bleibt dabei. Um 5 Uhr an der Hirschenbrücke. Ja, Majestät. Und sie wird den Weg bestimmt finden. Bestimmt, Majestät. Hoffentlich verirrt sie sich nicht im Wald. Ich im Wald? Das gibt's gar nicht. Und wenn der Wald noch so fremd ist. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte, Majestät. Ja? Verwickeln Sie doch den Gendarmerie-Major in ein Gespräch, damit er mich nicht wieder verfolgt.
Mach ich. Also? Auf Wiedersehen, Majestät. Darf ich um meinen Rucksack bitten? Darf ich um einige Auskünfte bitten? Ja. Moment, mein Fräulein, ich habe einige wichtige Fragen Herr an Sie Major. Zu stellen. Majestät? Zuerst möchte ich einmal ein paar wichtige Fragen an Sie stellen. Majestät. Sagen Sie, Herr Major, wie war denn das Wetter in den letzten Tagen in Ischl? Das Wetter war wunderbar, Majestät. Verzeihung, Majestät, ich muss der Dame folgen. Die winkt. Die winkt. Und lassen wir sie winken. Jawohl, Majestät. Sie ist mir sofort aufgefallen. Ja, sie ist mir auch sofort aufgefallen. Sagen Sie, was ich Sie noch fragen wollte, Herr Major. Wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen in Ischl werden? Fürchterlich, Majestät. Es wird in den nächsten Tagen schrecklich schütten, Majestät. Als ein Laubfrosch? Nein, aber Rheumatismus. Ich spüre das Wetter schon immer zwei Tage vorher. Sie ist weg. Weg ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Sagen Sie, Herr Major, was wollten Sie eigentlich von der Dame? Ich wollte die Dame um ihren Namen und ihre Adresse fragen. Ja, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Laufen Sie schnell! Jawohl, Majestät! Unterstatten Sie mir sofort Meldung! Jawohl, Majestät! Prinzessin? Wie kommst du denn darauf, dass ich geschlafen habe? Weil es die ganze Zeit im Zimmer so still war. Da wollte ich nicht stören. Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe nur geträumt. Ich bin schon gespannt, was Mama und Nene erzählen werden, wenn sie von dem Empfang zurückkommen. Ob viele Leute da waren und wie der Kaiser ist. Ach, ich denke, der Kaiser ist sicher reizend, nach den Bildern zu schließen. Ah ja, ja natürlich. Aber ich bin nur neugierig, ob er sich sehr verändert hat seit Innsbruck. Vollkommen. Na, damals waren wir doch noch alle Kinder. Ah ja, ja, das stimmt. Baronin, um 5 Uhr wird es wieder still sein hier im Zimmer. Es wäre nett, wenn Sie auch dann nicht stören würden. Küss die Hand, liebe Mama. Grüß dich Gott, Franz. Grüß Gott, lieber Papa. Servus, Franzl. Ich freue mich, dass ich dich wieder einmal zu Gesicht krieg. Ich freue mich auch, dass ich dich wieder sehe. Du hast dich prächtig erholt. Was ist geschehen? Du hast dich prächtig erholt. Ah ja, ja, mir geht's auch nicht schlecht. Weißt du, ich habe mal immer gesagt, alles andere nur nicht regieren. Franzl. Tante Ludovica und deine liebe Cousine Nene sind aus Possenhofen herübergekommen, mit uns gemeinsam deinen morgigen Geburtstag zu feiern. Oh, liebe Tante, ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, lieber Franz. Grüß dich Gott, Nene. Ich hätte dich kaum wiedererkannt. Es sind noch ein paar Jahre vergangen, seitdem wir uns in Innsbruck gesehen haben. Ja. Du bist sehr hübsch geworden, Nene. Danke. Ist Onkel Max auch hier? Nein, leider nicht. Er hat uns gebeten, dir seine herzlichsten Geburtstagswünsche zu überbringen. Und es tut mir leid. Er wollte es selber tun, aber er hatte ein paar unaufschiebbare Dinge zu erledigen. Telegramm gegriffen. Aus Ischl, von der Sissi. Von der Sissi? Was denn da jetzt denn? Eingesperrt war's. Zur Sissi ist sie rausgestiegen, kommen sollst du und Gewehre mitbringen sollst.
Was soll ich denn in Ischl? Ihr seht's doch, habt doch beide Hände voll zu tun. Bumm! Stellt die Kegel auf. Frag den Thomas, wo das Bier bleibt. Und du schreib auf, dass ich alle Neune geworfen hab. Du bleibst hier, kegelst mit, was? Druck die! Ich bleib daheim. Einmal kann ich in dem Haus machen, was ich will, da soll ich wegfahren. Kommt ja gar nicht in Frage. Du weißt gar nicht, wer das Mädchen war? Nein, Mama, ich weiß nur, dass sie sehr hübsch war. Der Kaiser von Österreich steigt wegen eines wildfremden Mädchens aus dem Wagen und geht wie ein verliebter Student durch die Straßen. Noch dazu an dem Tag, an dem seine zukünftige Braut auf ihn wartet. Es tut mir außerordentlich leid, Mama, dass Sie sich über diesen Vorfall so sehr echauffieren. Nichts betrübt mich so sehr als das Bewusstsein, Ihnen Ärger zu bereiten. Bitte verzeihen Sie mir. Also gut. Dann wollen wir diesen unliebsamen Vorfall ein für alle Mal vergessen und nicht mehr darüber sprechen. Wie gefällt dir Nene? Ich finde sie sehr, sehr hübsch. Hübsch? Ich finde sie reizend. Na, mein Kind, wie gefällt er dir denn? Ich finde ihn sehr, sehr nett. Nett? Na du, ich finde ihn bezaubernd. Ich finde Nene nur etwas kühl. Mein Gott, sie ist vielleicht ein bisschen befangen, weil sie weiß, was für sie auf dem Spiel steht. Wieso, sie weiß, dass wir uns verloben sollen? Natürlich. Aber das soll deinen freien Entschluss nicht im geringsten beeinflussen. Ich habe mich mit Nene unterhalten. Sie ist klug, fromm, gut erzogen, sehr gebildet und in ihrer äußeren Erscheinung geradezu prädestiniert, die Gattin eines Monarchen zu werden. Ja, das stimmt völlig, aber... Sag noch nichts, Franz. Du musst sie näher kennenlernen und dann wirst du ganz meiner Meinung sein. Komm, unterhalte dich ein bisschen mit ihr. Jetzt nicht, Mama. Ich möchte gern auf die Pirsch gehen. Du gehst heute noch auf die Jagd? Das ist die einzige Gelegenheit, liebe Mama. Ich bleibe ja nur 2 Tage da. Dann widme dich doch wenigstens eine Stunde noch deinen Gästen. Das wird kaum gehen, Mama. Es ist gleich 5 und um 5 bin ich verabredet mit den Jägern. Und ich bin nicht gern unpünktlich. Aber ich werde sicher heute Abend beim Souper und später beim Ball noch genügend Gelegenheit haben, Helene näher kennenzulernen. Wie du willst. So, von hier ab gehe ich allein. Soll der Büchsenspanner auch nicht mitkommen, Majestät? Niemand. Auch der Hund bleibt hier. Weidmanns Heil, Majestät. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Schön, dass sie gekommen ist. Ich freue mich so, dass ich wieder mal durch den Wald gehen kann. Es wird aber sehr steil werden. Macht nichts. Also gut. Seine Majestät sind auf der Jagd? Ja, aber das war doch gar nicht vorgesehen. Nicht so laut. Das war doch gar nicht vorgesehen. Wie soll ich denn da Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Man muss auch mit unvorhergesehenen Dingen rechnen. Die Frauensperson, mit der seine Majestät, bevor er nach Ischl kam, zusammentraf, war ja auch nicht vorgesehen. Ach, von der wollte ich gerade sprechen. Kennt er sie? Bestimmt. Seine Majestät sind eine ganze Weile mit ihr zu Fuß gegangen. Ob er sie kennt? Ach so, ich? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Das heißt, nein, ich kenne sie nicht. Aber ich weiß bereits, dass sie eine Diebin ist. Eine Diebin? Jawohl. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, ob sie wirklich nur eine gewöhnliche Diebin ist. Viele politische Verbrecher begehen nämlich nur ein gewöhnliches Verbrechen, um die Behörden irrezuführen. Herr Major, ich wünsche keine Lehrstunde in Kriminalistik. Ich will wissen, ob diese Person verhaftet wurde. Leider noch nicht, kaiserliche Hoheit. Und warum nicht? Sie ist mir entwischt. Warum ist sie entwischt? Komische Frage. Verzeihung, kaiserliche Hoheit, das ist mir jetzt entwischt. Sie ist mir entwischt, weil seine Majestät...